Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Bulletstorm Full Clip Edition. Ich hab übel Bock drauf. Ich hab das Game damals so gefeiert. Es ist ein bisschen underrated, finde ich. Aber es ist geil. Es ist übel, übel geil. Es macht mega Spaß. Und dann habe ich geguckt, yo, es gibt eine Full Clip Edition, die rausgekommen ist. Und ich dachte mir so, ja komm, warum nicht? Warum mache ich nicht einfach ein Let's Play dazu? Das hatte ich eh schon immer mal vor, zu dem normalen Spiel halt ein Let's Play zu machen. Dann habe ich gesehen, okay, Full Clip Edition, ein bisschen was verändert noch, ein bisschen was besser. Ist doch ganz geil. Wir starten ein neues Spiel. Achtung, Bulletstorm, häufig eine, sagen wir mal, bunte Sprache. Wenn du ein gutes Kind bist, solltest du sie jetzt eventuell deaktivieren. Keine Sorge, du kannst es später in den Spielentscheidungen immer noch ändern. Möchtest du das Spiel ohne Schimpfwortfilter spielen? Ja. Möchtest du das Spiel mit Blut und Gewalt spielen? Ja, natürlich will ich das. Okay, kurz Mikrofon ein bisschen richten. Wir spielen, ich denke mal, normal. Normal ist gut. Normal ist Standard. Normal ist nice. So ein Mittelding zwischen schwer und leicht. Ha, wer hätte es gedacht. Ich bin gut drauf, Leute. Ich bin gut drauf. Ich habe halt richtig Bock auf dieses Game. Ich habe das damals sehr gerne gespielt. Es ist halt, wie gesagt, einfach sehr, sehr underrated. Habe ich das Gefühl zumindest. Fernab der Gerichtsbarkeit der, was? Kontinente? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ihr versteht das alles total falsch. Hört mir einfach zu. Hier, nimm noch einen Schluck Ray. Das hilft dir beim bitte, Zählen. Bitte, bitte, nein. Ich hier, will nicht nimm glauben. Meine Knarre. Ich hab das Visier ein Stück nach links verstehen. Nett. Viel Spaß. Hör zu, beantworte unsere Fragen, dann sinkt das Risiko, dass wir eine Flasche verfehlen und deine verdammte Visage verdampfen. Okay, hört auf, bitte. Ich sage euch, was immer ihr wissen wollt, okay? Was immer ihr wissen wollt. Wie hoch ist unser Kopfgeld? Jeweils eine halbe Milliarde. Alter. Wurde nach dem Überfall auf den Konföderationstransporter verdoppelt. Serrano persönlich hat das veranlasst. Eine halbe Milliarde? Nicht schlecht. Für dich vielleicht. Ich bin das Doppelte wert. Okay. Danke, dass du so ehrlich zu uns warst. Nein, hey! Was soll der Scheiß? Ich habe euch alles gesagt. Schon, aber du wolltest uns auch umlegen, oder? Da sieht's echt schlecht mit einer Begnadigung aus. Nicht übel. Dieser Wichser! Nicht übel. Ich habe euch alles erzählt! Halt die Klappe. Alles klar. Schon der dritte Kopfgeldjäger diese Woche. Serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein. Lass uns ein paar Konföderationsschiffe plündern. Oh Gott. Bisschen runter wäre nice. Verdienen wir uns unser Kopfgeld. Ja, ist immer noch ziemlich schnell, aber ich glaube, das geht so. So, haben wir noch irgendwas zum Einsammeln? Ich weiß es nicht. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Hier noch was machen? Die Bossgeschwindigkeit ist mir echt noch ein bisschen zu hoch. Ist doch nur in-game so. Ups. Ja, so ist gut. So ist gut. Verdammt! Echt fantastisch! Ach nee. Dämlicher Kopfgeldjäger. Hast du okay. Nicht gesagt, du hättest ihn durchsucht? Niemand delegiert so wichtige Aufgaben an einen Besoffenen. Verwandelt sich eigentlich jedes alte Stück Müll, das du anfasst, in einen riesigen Haufen Scheiße? Deine ja. Mutter hat's überlebt. Jetzt ist mir klar, wo das alte Mädchen ihr Hinken her hat.
Und nu? Ah, okay. Ich muss dir nicht sagen, dass du hier in die Hocke gehen musst, oder? Wär trotzdem nett. Ein Beweis deiner Fürsorge. Alles klar. Ich finde die Synchronstimme von dem Hauptcharakter so nice, ne? Ohne Witz. Ich muss... Oh. Ihr Jungs seid... Was ist los? Irgendwas blockiert die Tür. Geh zur Seite, Doc. Ich mach das auf meine Art. Welcher von euch Schwachköpfen hat dem Kopfgeldjäger eine Nova-Granate gelassen? Ray, wir haben Probleme. Ich mache jetzt den Warp-Sprung. Alles klar. Bin gleich bei dir. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein, aber im Lager gibt's noch jede Menge Farbverdünner. Hey, Probleme. Ich brauche euch auf der Brücke. Sofort. Aber mit Leertaste rennt man was? Oh, Moment. Mal gucken. Gibt's irgendwas mit Shift? Nee. Rennen. Shift. Oi. Schuss aufladen? C, okay. Ja, der Rest kann erstmal so bleiben. Ich glaube, ich hab's nicht gespeichert, oder? Doch, okay. Alter, und ich mit Leertaste sprinten. Was ist das denn? Schicker Bart. Achtung, Captain an Deck. Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt. Wir sind aus dem Warp raus. Und da war es. Die Ulysses. Ich bring uns hier weg. Ui. Ab in Endung für Materiefeld. Und sofort verstecken. Wir gehen nirgendwo hin. Das ist das Kriegsschiff der Konföderation. General Serrano muss an Bord sein. Es ist Weihnachten, Jungs. Wir haben dieses massenmordende Stück Dreck hübsch verpackt da draußen auf dem Präsentierteller. Wir stehen hinter dir, Gray. Serrano hat uns alle angeschissen. Das ist ernüchternd, aber vorbei. Nein, du bist nicht nüchtern. Wir hatten keine 10 Sekunden durch. Du hast deinen Mut verloren, Ishii. Trotz deines Leichtsinns erfülle ich meinen Eid, dir zu folgen. Aber das... Ich sterbe nicht für deine Rache, Gray. Unsere Rache. Die Ulysses will einen Kommunikationskanal öffnen. Die Stimme passt nicht zu dem, Alter. Bereit. Schicken wir ihnen eine Nachricht. Irgendwie, finde ich. Also die Stimme ist nice. Aber die passt zu dem Aussehen des Charakters nicht. Dann jetzt. Niemand? Feuer frei! Komm schon, Ral. Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht, er hätte das Kopfgeld verdreifacht. Oh, was jetzt? Schießen? Halte die externen Kanonen der Ulysses aus! Treffe ich überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich glaube, ich treffe. Ich schieße halt einfach nur. Okay. Hab ich's geschafft? Scheiße. Verdammte Scheiße. Alle Schiffssysteme in kritischem Zustand. Ishii? Okay, in Ordnung. Wir waren sowieso alle schon tot. Schon seit Jahren. Wir mussten nur noch eine Sache erledigen. Sicher gehen, dass wir nicht allein zur Hölle fahren, General. Alles klar. Ich nehme dich und jeden einzelnen von euch Wichsern mit uns. Ein plötzlicher Sturz in düstere Wogen. 10 Faden tief. Auf dem Weg zur Hölle. Oh, gerade ein paar Frame-Einbrüche hier.
einfach reingedonnert, Alter. Bin wieder raus, what? Okay. Einige Jahre zuvor. Mit deinen neuen Schwerkraftstiefeln machen diese Attentate richtig Spaß, Doc. Freut mich, dass sie dir gefallen. Man sollte niemals Spaß am Töten haben. Wir sind Soldaten, keine Mörder. Komm, vielleicht brauchst du einfach eine etwas mildere Bezeichnung, Ishii. Wie wär's mit Neutralisierungseinheit unfreundlicher Personen? Hör auf zu schubsen, Rell. Ach, ich doch gar nicht. Aber wenn, dann wäre das hier genau der richtige Ort. Ja. So. Oh, warum ruft ihr nicht einfach da runter und gebt Bescheid, dass wir kommen? Und von wo? Gute Frage. Das ergibt keinen Sinn. Bei all dem Geld, das man weg hat, müssen wir hier auf Widerstand stoßen. Okay, na los, blasen wir die Mission ab, Mann. Unser kleiner Traumfänger empfängt hier ein paar ganz miese Schwingungen. Boah, das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Auf mein Zeichen. 3. 2, 1. Ui. Serrano will, dass wir den Rechner hochjagen. Achtet auf die Zeit. Wann müssen wir weg? Kein Stress, Boss. Wir sind im Plan. Hey! Verflucht, Mann! Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen! Was machst du da? Ja, was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. Novak war Reporter und saß gerade an einem Artikel über Serranos Korruption. Ich will Serrano sprechen. General Serrano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Rufst du etwa vom Einsatzort an, du dämliches Stück Scheiße? Halt die Klappe! Beantworte mir eine Frage. Diese Leute, haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr euch denn dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seid doch konföderationssanktionierte Attentäter! Es hieß, die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder. Ja, ich habe gelogen. Na und? Wen haben wir getötet? Novak. Hatte belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen. Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut. Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konföderation, die ihr so innig liebt, dass ihr ohne zu fragen eure jämmerlichen Madenleben opfern würdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören. Oder ihr seid dran! Ich mach dich kalt! Hey, Mann! Was für ein Scheiß! Hätten wir eine solche Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay, wir nehmen die Spectre und springen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ich glaube nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Oh mein Gott! Hey, 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 alles okay, okay. Wir werden dir nichts tun. Alles wird wieder gut. Alles klar, Leute. Mach sie fertig. Wenn, dann gehen wir kämpfen, Donter. Schießt ihr Jungs überhaupt? Kommt mir nicht so vor. Ach du Kacke, Leute. Moment.
Eine Mausgefindlichkeit im Zielen ist dann einfach übel ätzend. Ich mach mal komplett niedrig hier, ey. So langsam wird's lustig. Komm schon, ja, schon viel besser. Alles alleine machen. Okay. Also in den Zwischensequenzen habe ich ein paar Lags. Das ist ein bisschen doof. Ishisato, wo ich herkomme, bist du eine Legende. Dich zu töten macht mich berühmt. Ishi! Lauf, Kleine! Nimm den Aufzug! Nach unten und dann zu den Cops! Alles klar! Hey, steh auf! Bring deinen Arsch hoch, Boss! Na los! Wir haben Probleme! Ich komm schon. Okay, jetzt sind wir wieder in der jetzigen, also in der, ja, abgestürzten Zeit, sag ich mal. Easy kratzt ab, Mann! Er ist total am Arsch! Hast du das gesehen? Fluchtkapseln der Ulysses, ich hab ein paar runterkommen sehen. Scheiß drauf, Mann! Nimm endlich den Kopf aus dem Arsch! Ich brauch hier deine Hilfe! Ja, ich... Junge, ich war gerade bewusstlos. Schon mal dein Leben. Mein Gott. Ishi. Verdammt. Los damit. Schnell, bringt ihn auf die Krankenstation. Doch, ist er. Geht einfach. Alles klar. Soll ich kann sogar zielen? Könnte ich jetzt auf ihn? Ich schieß nicht. Das Ding hängt nur noch an einem Faden. Ey. Hey, lass mich hier nicht im Stich. Nicht solange es noch eine Chance gibt, ihn zu retten. Okay. Wenn Doc denkt, dass er was tun kann. Du musst das hier hinkriegen, Doc. Du hast bei unseren Einsätzen so viele Cybertransplantationen durchgeführt, da muss Finger es doch. Ich kann Gliedmaßen ersetzen, aber sieh ihn dir doch an, Gray. Die Hälfte seines Körpers ist zerschmettert. Versuch es zumindest. Er würde das Gleiche auch für uns tun. Vielleicht könnte ich ja. Aber für die Bioschweißung bräuchte ich eine geladene Fusionszelle. Ach, die sind uns schon vor Monaten ausgegangen, Doc. Gott verdammt! Es muss noch einen anderen Weg geben. Die Fluchtkapseln der Ulysses, ein paar von ihnen sind runtergekommen. Die nutzen Energiezellen für den Antrieb. So ist es. Komm schon, Rel. Unser Kleiner hat nicht viel Zeit. Halt ihn am Leben. Ich bin gleich zurück. Alles klar, Leute. Aber... Hat's gerade gespeichert? Ich glaube, es hat gerade gespeichert. Ja, das war's erstmal mit der ersten Folge von Let's Play Bulletstorm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewerte den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Oh, hab ich Bock auf dieses Game.